So, liebe Leute, schauen wir doch mal Richtung Jahresende auch auf die Frage, welche waren denn eigentlich die erfolgreichsten Filme 2023? Also die, die die Kinozuschauer massenhaft sehen wollten. Und zwar einmal auf dem deutschen Markt und einmal international. Und weil das eben schon zwei Märkte sind, wobei sich da einiges doppeln wird, besonders an der Spitze, weil erfolgreiche Filme weltweit sind dann auch oft national sehr erfolgreiche Filme, verringern wir das Ganze nicht auf eine Top 20, 15, sondern die Top 10 Filme, die ihr hierzulande am meisten geschaut habt oder die Menschen weltweit am liebsten sehen wollten. Fangen wir also an, und es sei noch gesagt, die ganz Kleinen unserer Zuschauer hätten es mit Paw Patrol oder Miraculous Ladybug in Cat Noir fast in die Top 10 geschafft in Deutschland, weil das sind die Plätze 11 und 12 mit so 1,3 Zuschauern ungefähr, 1,3 Millionen Zuschauern ungefähr. Und dann fangen wir an mit den Top 10 in Deutschland. Ein Film, der international dann doch sehr gefloppt ist, nämlich Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Teil 5 wollten hierzulande knapp 1,4 Millionen Zuschauer sehen. 15 Millionen Euro hat er in die Kinokassen gespült. International ging Platz 10 dann aber an Ethan Hunt, also Tom Cruise, der zurückkehrte in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Und ich habe die Action wirklich geliebt in dem Film. Der hat weltweit 567 Millionen Dollar eingespielt. Das ist Platz 10 auf der internationalen Liste. Auf Platz 9 in Deutschland hat es die Eberhofer-Reihe, die vor allem in Süddeutschland so wahnsinnig beliebt ist und von Teil zu Teil immer erfolgreich läuft, auf Platz 9 geschafft, nämlich Re-Ragout Rendezvous von Ed Herzog mit 1,528 Millionen Zuschauern und 14 Millionen Euro, die in die Kinokassen gespült worden sind. Ihr seht schon, was das Ranking in Deutschland angeht, geht es rein um die Zuschauerzahl, denn wenn ein Film beispielsweise länger ist, kann er mehr einspielen als ein Film, der ein paar mehr Zuschauer hat, weil er vielleicht zum Beispiel einen Überlängenzuschlag hat oder in teureren Kinos im Durchschnitt mehr gespielt wird als in kleineren Arthouse-Kino, aber Re-Ragout Rendezvous auf Platz 9. In Übersee bzw. international dagegen ist die neue Variante von Ariel auf Platz 9 geschwommen. Ich konnte mit diesem Animationslook und Stil nicht ganz so viel anfangen, aber trotzdem fand ich ihn irgendwie noch ganz gut gemacht. Mit 569 Millionen Dollar weltweit im Einspielergebnis Platz 9, Ariel, die Meerjungfrau, die neue Variante von Disney. Wer hat sich denn hierzulande auf Platz 8 gemogelt? Nämlich die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Ich habe keinen der Filme gesehen, bin mit den drei Fragezeichen leider auch nicht groß geworden. Dabei ist die Fanbase riesig und das zeigt auch, dass 1,578 Millionen Menschen den Film vergangenen Jahr im Kino gesehen haben, über 12 Millionen Euro einspielten. Natürlich spielt dieser Film international keine Rolle, aber da wurde es ganz interessant, weil der chinesische Markt auch zeigt, dass er immer mehr eine Rolle spielt, das nicht nur während der Pandemie, sondern auch danach. Denn weltweit auf Platz 8 findet sich Die wandernde Erde 2, der auch gerade in Deutschland gestartet ist. Teil 1 kann man sich auf Netflix anschauen, die Fortsetzung fast dreimal so teuer wie der erste Teil und gleichzeitig ein Film, der 604 Millionen Dollar eingespielt hat. Und das natürlich vornehmlich im Reich der Mitte, also in China. Auf Platz 7 in Deutschland ein Film, von dem ich sehr unterwältigt war, der über 300 Millionen Dollar gekostet haben soll, nämlich der 10. Teil der Fast and Furious-Reihe, der tatsächlich in meiner Flop-Liste 2023 auch gelandet ist. 1,58 Millionen Menschen haben den Film sich in Deutschland angeschaut. Aufgrund der Länge hat er auch 17,7 Millionen Euro eingespielt. Gutes Ergebnis hierzulande. International hat es für diesen Film nicht gereicht, um in die Top 10 zu kommen. Auf Platz 7 nämlich dort Full River Red, der nächste chinesische Film, der 673 Millionen Dollar weltweit einspielte, wobei da auch wieder sicherlich zu 95% das Einspielergebnis in China stattgefunden hat. So, Platz 6. Ein Film, der durchaus auch als deutscher Film mitgetitelt wird, weil er so viel in Deutschland gedreht wurde, sehr viel deutsche Crew mit hat, besonders bei den wahnsinnig starken Stunts und Actionsequenzen. Die Rede ist von John Wick Kapitel 4. Keanu Reeves lief Deutschland, beziehungsweise ganz speziell Berlin und den dreistündigen Ausflug von John Wick, dessen Storyline jetzt nicht gigantisch ist und auch schauspielerisch das Ganze manchmal ein bisschen verhalten daherkommt, aber deren Actionsequenzen, beispielsweise mit einem fantastischen Topshot, einem krassen Autokreisverkehr-Stunt oder beispielsweise einer Treppe, die man emporsteigen möchte, daherkommt, um nur drei Sequenzen zu nennen, an die ich mich sehr lange erinnern werde, wollten 1,728 Millionen Menschen hier schon Anfang des Jahres sehen. Der Film spielte 19,4 Millionen Euro ein, Platz 6 in Deutschland, während das international, und das finde ich richtig gut, Spider-Man Across the Spider-Verse wurde. Ich habe den ersten Teil geliebt und der zweite war nochmal so viel stärker. Allein die Öffnungssequenz, wie Gwen Schlagzeug spielt und sich an so vieles zurückerinnert. Miles Morales, das Spider-Verse, sehr viel emotionaler noch als der erste Teil, weniger auf Unterhaltung gemacht, mochte ich wirklich gerne. Platz 6 international mit 690 Millionen Dollar. Die
weltweit damit verdient wurden. Auf Platz 5 in Deutschland Guardians of the Galaxy Volume 3. 2.002.000 Menschen wollten diesen Film sehen. Relativ lang, weswegen er 23 Millionen einspielte. Und es ist der Abschied von James Gunn aus dem Marvel Cinematic Universe, der zukünftig die Geschicke von DC Studios leitet. Und es war die Geschichte von Rocket, die wir erleben konnten, die auch zu Tränen rührte. Ich saß im Kinosaal und war sehr, sehr auch bitter berührt. Guardians of the Galaxy Volume 3 mochte ich wirklich gerne. Auf Platz 5 dagegen international, da muss ich ganz kurz mich korrigieren, ist tatsächlich Fast and Furious 10. Ich habe gerade, glaube ich, gesagt, dass der gar nicht in den Top 10 drin wäre. Stimmt gar nicht. International hat der 704 Millionen Dollar eingespielt. Und das ist aber trotz des Budgets von angeblich 300 bis 350 Millionen Dollar plus Marketing, plus dem Share, den man abdrückt an den Kinokassen, immer noch ein Film, der damit keinen Gewinn schreibt. Das muss er dann im Heimkino machen oder dann spätestens in der Fernsehauswertung Platz 5 Fast and Furious 10 weltweit. Auf Platz 4 in Deutschland ein Film, der ein Grower war. Gar nicht so stark startete, aber sich dann entwickelte, nämlich Disney Animations Elemental, die Geschichte von Wasser und Feuer in einer Stadt, in der es dann noch Luft und Erde gibt und sich die Elemente normalerweise nicht vermischen, die ein tolles Abenteuer erleben. Ich fand vor allem die Musik wunderschön und auch die Möglichkeiten, was in dieser Stadt machbar gewesen wäre. Für mich hat sich die Geschichte aber so ein bisschen verschleppt und die Chemie so oft nicht gestimmt. Aber Elemental wollten hierzulande am Ende wirklich nach 3-4 Monaten im Kino 2.049.000 Menschen sehen, was ein sehr starkes Ergebnis ist, während international auf Platz 4 dann Guardians of the Galaxy Volume 3 gelandet ist. Da brauche ich jetzt wohl nicht wiederholen, worum es darin geht. Und wenn wir dann auf die Top 3 schauen, die ist tatsächlich in Deutschland genauso wie international identisch. Das heißt, auf Platz 3 Oppenheimer. Klar, Barbenheimer hat den Sommer dominiert im Kino. Die beiden Filme sich marketingtechnisch befruchtet. In Deutschland 4,133 Millionen Menschen, die ein Biopic gesehen haben. Wahnsinnig erfolgreich. Knapp 47 Millionen Euro verdiente der allein in Deutschland. International wollten den Christopher Nolan-Film 950 Millionen Euronen in die Kinokassen geschwommen sehen. Da gibt es dann keine feste Zuschauerzahl. Ein absoluter Erfolg. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich mit diesem Film nicht so ganz warm wurde. Ich muss ihn nochmal jetzt schauen im Heimkino. Definitiv ein sehr spezieller und spezieller Film und starkes Zeichen, dass das Publikum das honoriert, einen solch gemachten Film über Robert J. Oppenheimer sehen zu wollen, wo ich sagen muss, Chapeau, das ist doch mal interessant für die Zukunft, wenn das nicht bloß Franchises sind, sondern so ein Biopic so weit oben mitschwimmen kann. Auf Platz 2 wurde Nintendo belohnt, dass sie sich getraut haben, über Super Mario bzw. Mario und Luigi einen Film mal wieder zu machen, nachdem das in den 90ern so kläglich scheiterte und sich mit Universal Pictures bzw. Illumination zusammentaten, denn der Super Mario Brothers Film ist einer von nur zwei Filmen, der dieses Jahr die 1 Milliarde Dollar Marke weltweit knackte, nämlich 1,361 Milliarden Dollar spielte dieser weltweit ein und in Deutschland wollten den 5,3 Millionen Menschen sehen, also ein absoluter Magnet im Kino, der auch hier fast 52 Millionen Euro einspielte und sehr viel Freude für Fans mitbrachte, jede Menge Easter Eggs und Spaß und sicherlich die Lust sofort Super Mario Kart und so weiter zu spielen. Auf Platz 2 und auf Platz 1 ein Phänomen einer Regisseurin, die normalerweise kleine, arthausige Filme macht, nämlich Barbie. Von Greta Gerwig inszeniert, mit ihrem Ehemann Noah Baumbach geschrieben, der auch ein sehr virtuoser Regisseur ist, mit Margot Robbie, Ryan Gosling in den Hauptrollen. Und die Geschichte von Barbie in Barbieland, wo alles so schön sein soll, bis doch sie sich selbst nicht mehr perfekt findet und in der realen Welt herausfindet, dass sie gar nicht das Vorbild ist, was sie immer dachte. Während Ken das Patriarchat entdeckt. Ein Film, der ins Kino Leute lockte, die sich kunterbunt anzogen, gemeinsam feiern, einige Leute dazu melden brachten, weil sie mit dem Thema nicht so klar gekommen sind, sich ganz schnell angefeindet fühlten und dachten, der Film sei also männerhassend. Da muss man, wie gesagt, auch nur mal drauf schauen, was in den anderen 100 Jahren Filmen Frauen so ertragen mussten, was Objektivierung und Co. angeht. Und selbst das finde ich hier nicht mal gegeben im Barbie. Aber wie dem auch sei, in Deutschland 5,978 Millionen Menschen, also fast 6 Millionen Menschen, die Barbie gesehen haben und 55 Millionen Euro hierzulande allein für diesen Film verdienten, der insgesamt 1,441 Milliarden Dollar weltweit in die Kinokassen spülte und damit auch ein weltweites Phänomen war. Und damit sind wir mal durch. Über die 10 erfolgreichsten Filme national und international drüber geschaut 2023. Zur Abwechslung mal wieder ein solches Ranking. Ich hoffe, das fandet ihr interessant. Sind viele Zahlen, aber da sieht man vielleicht auch mal, wo man selbst so landet oder sich fragt, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass der Film so weit vorne dabei ist. Ich finde es zur Abwechslung ganz interessant. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Reinschauen. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.